Mein Name ist Hans-Peter Schaeffler und ich bin Studienfachberater an der Fakultät für Mathematik der TU Dresden für die Bachelorstudiengänge. Und ich möchte Ihnen gern diese Studien etwas näher vorstellen, damit Sie als Interessierte möglicherweise an einem Mathematikstudium eine Entscheidungshilfe dafür bekommen, damit Sie vielleicht auch etwas sehen, wie was in diesem Studium passiert, wie die Abläufe sind und damit vielleicht auch eine Entscheidungshilfe haben, sich möglicherweise für ein Mathematikstudium an der TU Dresden zu entscheiden. Ist möglicherweise auch eine Möglichkeit, dass Ihre Eltern mal mit reinschauen, sodass Sie die vielleicht auch überzeugen können, dass ein Mathematikstudium für Sie das Richtige ist. Manchmal ist es ja so, dass die Eltern gerade bei einem Mathematikstudium möglicherweise eine kleine Skepsis an den Tag legen, aber wir werden sehen, das ist überhaupt nicht notwendig. Wir bieten also zwei Möglichkeiten für diese Studienrichtung an. Wir haben zwei Bachelorstudiengänge, Bachelor Mathematik und Bachelor Wirtschaftsmathematik. Beide Studiengänge sind vollkommen gleichwertig und schließen ab mit dem Titel Bachelor of Science. Diese beiden Studiengänge können einmal im Vollzeitstudium oder im Teilzeitstudium absolviert werden. Regelstudienzeiten sind dann 6 Semester beziehungsweise 12 Semester. Der Hauptpunkt liegt natürlich auf einem Vollzeitstudium. Teilzeitstudium eignet sich dann insbesondere für Personen, die vielleicht noch nebenbei die Verpflichtung haben, die sie mit einem Vollzeitstudium nicht so leicht in Übereinstimmung bringen lassen. Man sollte von vornherein bei einem Studium entsprechend mit einrechnen, dass insbesondere bei einem Mathematikstudium, das eigentlich aus zwei Teilen besteht, nämlich einen Bachelor-Anteil und dann daraus anschließend ein Masterstudium. Das ist also möglich, wenn Sie dieses Bachelorstudium entsprechend erfolgreich abgeschlossen haben. Das würde dann nochmal zwei Studienjahre beziehungsweise 4 Semester dauern. Und wir bieten also auch hier schon vielleicht zur Information entsprechende Möglichkeiten an, dass Sie das Studium hier auch an der TU Dresden fortsetzen könnten. Wir haben dort insbesondere 3 Masterstudiengänge zur Auswahl, Mathematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik. Und es gibt noch einen 4. Studiengang, der fortgesetzt werden kann. Der erfolgt in Kooperation mit der Informatik und nennt sich Computational Modeling and Simulation. Tja, warum muss es ein Mathematikstudium sein? Vielleicht werden Sie das auch von Ihren Eltern gefragt. Und ja, vielleicht von Anfang an. Ein Mathematikstudium ist keine Fortsetzung des Mathematikunterrichts. Ja, und das, was vielleicht so Ihnen auch Spaß gemacht hat an der Mathematik bisher, muss nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt in dieser Art und Weise weitergeht. Bei uns stehen vollkommen andere Dinge im Mittelpunkt. Das bedeutet eigenständiges Denken, logisches Schließen und Umgang mit mathematischen Begriffen und Zusammenhängen. Das steht also im Vordergrund des Studiums. Wer sich daran Freude hat, der ist hier bei uns sicherlich richtig. Rechnen an sich kommt bei uns relativ selten vor. Taschenrechner werden eigentlich gar nicht eingesetzt. Aber was kann man damit eigentlich anfangen? Mathematische Denkmuster geben, also Anleitung zur Lösung von Problemen aus Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur Anleitung, sondern es gibt natürlich auch entsprechende Methoden, mathematische Methoden und Verfahren, die letztendlich Grundlage sind für das Verständnis von Umwelt und Wirtschaft und dort also auch entsprechend eingesetzt werden. Ein leichtes Studium ist das Studium der Mathematik sicherlich nicht. Es verlangt also wahrscheinlich wie jedes andere Studium auch einen relativ großen Eigenanteil und Mitarbeit der Studenten. Etwas zu den Studieninhalten, die Sie hier bekommen. Das ist natürlich zum einen Mathematik. Dazu gehört zum zweiten ein nicht mathematisches Nebenfach.
gewisse allgemeine Qualifikationen und etwas, was nicht unmittelbar zum Studium dazugehört, was man aber durchaus in Betracht ziehen kann. Es gibt also die Möglichkeit, im Universitätssportzentrum gewissen Ausgleichssport zu betreiben, sich dafür auch entsprechend einzuschreiben. Und das ist natürlich entsprechend kein Studienfach als solches. Als Nächstes möchte ich Ihnen gern etwas erzählen zu den einzelnen Inhalten der Mathematikausbildung. Sie sehen das schon an der Überschrift. Es gibt also sogenannte Pflichtmodule. Und wenn ich jetzt darüber rede, mache ich jetzt im Wesentlichen auch keinen Unterschied zwischen der Ausbildungsrichtung Mathematik und Wirtschaftsmathematik. Sie sind sehr eng verknüpft. Es gibt nur wenige Unterschiede, auf die ich dann entsprechend zur Stelle noch eingehen werde. In den ersten beiden Semestern geht es vor allem um diese folgenden drei Fächer: Einführung und Vertiefung in die Analysis, Einführung und die Vertiefung in die lineare Algebra und entsprechend in die Programmierung. Hier davor stehen gewisse Modulnummern: A10, A20, LA10, LA20 und entsprechend BA10, BA20. Bedeutet eben für das erste Semester bzw. 20 für das zweite Semester. In der dritten Spalte stehen gewisse Zahlen, die etwas über den Umfang dieser Veranstaltung Auskunft geben. Darauf möchte ich gerne noch etwas später eingehen, um zu erklären, was das entsprechend bedeutet, diese 4 plus 2 bzw. 3 plus 2. Und in der letzten Spalte finden wir etwas über die verantwortlichen Institute. Wir haben insgesamt 6 Institute an der TU Dresden in der Fakultät Mathematik. Das ist einmal die Algebra, das ist die Analysis, das ist die Geometrie. Hier sehen wir noch das wissenschaftliche Rechnen. In der Analysis gibt es übrigens noch einen Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik. Und weitere Institute sehen wir auf der nächsten Folie, wenn es also um das dritte Semester geht. Das sind also ebenfalls nochmal Wahlpflichtmodule. Da kommt also noch hinzu Institut für Stochastik und mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung und für Numerik der Mathematik. Ja, im dritten Semester haben wir also letztendlich 4 Veranstaltungen. Es ist also etwas mehr als in den ersten beiden Semestern: gewöhnliche Differentialgleichung, Integration und Mannigfaltigkeiten. Das ist also nochmal ein Gebiet aus der Analysis, genauso wie Maß und Integral. Verantwortlich dafür ist die Stochastik aus gutem Grund, weil natürlich diese Begriffe Maß und Integral gerade in der Stochastik eine wesentliche Anwendung erfahren. Weitere Veranstaltungen sind Einführung in die Algebra und Einführung in die numerische Mathematik. Ja, im vierten Semester sind wir auch nochmal auf diesem Teil, wo es also um Wahlpflichtmodule geht. Das ist also Einführung in die Stochastik. Und dann kommen noch zwei Dinge hinzu, wo Sie sich eigentlich sehr viel stärker einbringen müssen. Das ist nämlich wissenschaftliche Literatur, klassische Themen. Und dann nochmal zum zweiten aktuelle Themen. Da geht es einfach darum, dass Sie sich in ein gewisses Themengebiet einarbeiten und dann entsprechende Ausarbeitung anfertigen und vor den Studenten nachher einen kleinen Vortrag halten, um das also auch anderen beizubringen, was Sie dort entsprechend gelernt haben. Verantwortlich in diesem Fall, ja, sind jeweils alle Institute. Ja, und da sind wir also jetzt bei dem zweiten Teil der Mathematikausbildung, bei den sogenannten Wahlpflichtmodulen. Und da sehen wir hier schon einen gewissen Unterschied zwischen Mathematik und Wirtschaftsmathematik. Die Mathematik hat 8 aus 18 Modulen auszuwählen, die Wirtschaftsmathematik ist 7 aus 15 Modulen. Aber zum Trost für die Mathematiker, für die einfach mal rein Mathematiker sei gesagt, bei der Wirtschaftsmathematik ist dann das Nebenfach etwas umfangreicher. Auch hierzu möchte ich gerne vorstellen, was dort entsprechend gelehrt wird. Sind also dann Vertiefung der Algebra, numerische Mathematik, Einführung in die Iterationsverfahren, dann wiederum ein Gebiet der Analysis, Funktionentheorie. Und im fünften und sechsten Semester, Umfang habe ich jetzt oben drüber geschrieben, jeweils 3 plus 1, auch wiederum Veranstaltungen, in denen letztendlich alle Institute beteiligt sind. Algebra, da geht es um algebraische Strukturen und Anwendungen,
Geometrie, eine Einführung und Vertiefung, Einführung in Differentialanalysis der partiellen Differentialgleichung, Modellierung und Simulation, Optimierung, numerische Mathematik, fortgeschrittene Iterationsverfahren, ja. Und dann kommen also Dinge hinzu, die insbesondere natürlich auch für die Wirtschaftsmathematiker von Interesse sind, Statistik, Versicherungsmathematik und Finanzmathematik, also insbesondere diese letzten beiden Themengebiete, die sind also jetzt von Interesse für die Wirtschaftsmathematiker. Und der Höhepunkt letztendlich ihrer Ausbildung wird die Bachelorarbeit im sechsten Semester sein. Ja. Das war etwas zu der Mathematikausbildung als solche, jetzt etwas zur allgemeinen Qualifikation. Sprachausbildung durch die TU Dias erfolgt. Es gibt das Studium Generale und gewisse Spezialthemen, die sich mit Anwendung und Geschichte der Mathematik beschäftigen oder auch Philosophie und Wissenschaftspolitik. Und wie ich das bereits erwähnte, nochmal ein kurzer Hinweis auf die Möglichkeit, im Universitätssportzentrum Sport zu betreiben. Dazu ist eine eigenverantwortliche Anmeldung zu Beginn des Semesters erforderlich. Es gibt eine freiwillige Teilnahme und Sie müssen eine kleine Gebühr dafür entrichten. Das ist natürlich auch entsprechend dann kein Prüfungsfach und nicht Inhalt des Bachelorstudiums. Und jetzt noch die zweiten Teil der Ausbildung, der auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich ein nicht-mathematisches Nebenfach, was Sie belegen müssen. Das betrifft sowohl die Mathematiker als auch die Wirtschaftsmathematiker. Wir haben hier entsprechend sechs Möglichkeiten vorbereitet. Die sechs Möglichkeiten beziehen sich jetzt in diesem Fall auf die Mathematiker, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Physik, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre werden dort zur Auswahl angeboten. Und es gibt dann innerhalb dieser einzelnen Fachrichte gibt es noch entsprechende Profillinien, wo man sich noch entsprechende Sachen auswählen kann. Für die Wirtschaftsmathematiker gibt es natürlich auch Wahlmöglichkeiten, wobei die sich jetzt darauf beschränken, auf Betriebswirtschaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre. Wir bekommen auch häufig Anfragen, danach gibt es auch Möglichkeiten, ein anderes Nebenfach auszuwählen. Muss ich dazu sagen, prinzipiell ja. Allerdings ist das natürlich etwas mit Schwierigkeiten für Sie und Unwirksamkeiten für Sie verbunden, weil beispielsweise natürlich die Stundenpläne jetzt darauf abgestimmt sind, dass das funktioniert mit den hier angebotenen Nebenfächern. Wenn Sie etwas anderes wählen, kann das also entsprechend zur Überschneidung kommen. Das ist zum einen der Fall. Und zum zweiten, Sie unternehmen diese Sache sozusagen in Eigenverantwortung, sind also selbst dafür verantwortlich, dass Sie entsprechende Veranstaltungen auswählen, die auch von den Anforderungen her denen entsprechen, die wir hier drin haben. Und Sie können leider eben erst, nachdem Sie das abgeschlossen haben, beantragen, dass das als Nebenfach angerechnet werden soll. Deshalb ist meine Empfehlung, an dieser Stelle wählen Sie bitte eines von diesen sechs Angeboten aus. Sie bekommen dann eine entsprechend profunde und durchdachte Ausbildung. Ja, hier nochmal das Nebenfach über die Wirtschaftsmathematik und Mathematiker. Nochmal der Hinweis darauf, es ist im Vergleich zum Nebenfach für die Mathematiker etwas erweiterter Umfang, der hier gelehrt wird. Und das, was ich also jetzt bereits betonte, die Lehrveranstaltungen sind mit den verantwortlichen Fakultäten abgesprochen und werden entsprechend bei der Stundenplanung jeweils berücksichtigt. Ja, Sie hatten ja vor uns an diesen Stellen, in dieser ersten Spalte, bei den Studieninhalten immer solche Modulnummer gesehen. Und dazu muss man also sagen, Module gehen in der Regel jeweils über ein Semester und sie werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Die kann in schriftlicher oder entsprechend mündlicher Form sein. Diese Prüfung können bewertet werden oder bei manchen ist es eben so, dass ihnen dann nur die entsprechend erfolgreiche Teilnahme bestätigt wird. Und es kommt noch etwas hinzu. Es kann sein, dass also Prüfungsvorleistungen in Form von Hausaufgaben oder Klausuren erforderlich sind, dann muss man einfach an der Stelle jetzt mal sagen,
Wenn Sie soweit sind, achten Sie auf die entsprechenden Ankündigungen des jeweiligen Kurses, in dem Sie gerade drin sind. Ja, die Bachelorprüfung als solches ist jetzt keine Einzelprüfung, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, sondern die Bachelorprüfung besteht letztendlich aus der erfolgreichen Ablegung der Modulprüfung und der Anfertigung einer Bachelorarbeit. Ja, etwas Praktisches in der Weise, dass ich werde Ihnen nachher noch einen Stundenplan zeigen, dass Sie das entsprechend einsortieren können. Bei uns geht es immer darum, dass wir also in Doppelstunden denken. Doppelstunden heißt bei uns 90 Minuten. Und zwischen diesen einzelnen Doppelstunden gibt es also Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, die Räume zu wechseln. Deshalb schließt sie dort jeweils entsprechend eine 20-minütige Pause an. Wir beginnen um 7.30 Uhr mit der Lehrveranstaltung. Die erste geht bis 9 Uhr. Dann also 20 Minuten Pause. Die nächste dann von 9.20 Uhr bis 10.50 Uhr. Und entsprechend so weiter. In der Regel sind die Lehrveranstaltungen mit der sechsten Doppelstunde dann abgeschlossen. Der Plan geht noch etwas weiter, aber in der Regel ist dann spätestens mit der sechsten Doppelstunde an der entsprechenden Stelle dann Schluss. Ja, und jetzt etwas zu den Zahlen, die ja vielleicht schon vorher aufgetaucht sind. Was heißt dieses 4 plus 2 oder 3 plus 1? Wir denken an dieser Stelle wochenweise. 4 plus 2 bedeutet eben 2 Doppelstunden Vorlesung die Woche und 1 Doppelstunde Übung bzw. Seminar. 3 plus 1 bedeutet, es gibt also einen 14-tägigen Rhythmuswechsel von Vorlesung und Übung. Das bedeutet eben beispielsweise, in der ersten Woche gibt es 2 Doppelstunden Vorlesung. Dafür gibt es dann in der zweiten Woche 1 Doppelstunde Vorlesung und 1 Doppelstunde Übung und Seminar. Ja, also schauen wir uns mal an, so exemplarische Stundenpläne. Hier habe ich den mal aus dem letzten Wintersemester mitgebracht. Das farbig hervorgehobene sind dann jeweils die Vorlesungen, die hier dazugehören. Also wir haben hier also beispielsweise für die Programmierung jeweils, was wir entsprechend vorgesehen haben, sehen Sie hier, die entsprechend eingetragenen Doppelstunden. Hier ist die Geschichte für die Analysis, die eingetragenen Doppelstunden vorlesen und hier für die lineare Algebra. So sieht also dann entsprechend der Stundenplan aus. Haben also erste Doppelstunde, erste Woche, erste Doppelstunde, zweite Woche. Das bezieht sich dann entsprechend darauf, dass eben dann, wenn solche Teilungen dran sind, wie 3 plus 2, dass es dort entsprechende Änderungen geben kann. Sie sehen ja noch eine ganze Reihe von weiteren Einträgen. Farblich sollen die sich also ein bisschen daran orientieren, an dem, was bei den Vorlesungen der Fall ist. Hier haben wir sehr viele Sachen natürlich entsprechend eingetragen. Das sind dann die Seminare und Übungen, die Sie besuchen müssen. Davon natürlich eigentlich nur eines. Ja, und dann haben wir bieten da verschiedene Zeiten an und Sie können sich dann entsprechende Übungen und Seminare auswählen, was also mit Ihren Stundenplänen, insbesondere auch von den Nebenfächern her, vertretbar ist. Deshalb also auch entsprechend nochmal einen Stundenplan für das Nebenfach. Also sind die verschiedenen Nebenfächer hier eingetragen. Ist also auch jeweils nur als exemplarisch zu betrachten, was wir also drin haben. Hier haben wir also Anteil von der E-Technik mit drin. Hier haben wir etwas vom Maschinenwesen, von der Volkswirtschaft, von der Betriebswirtschaftslehre. Dann haben wir Physik und entsprechend die Informatik vertreten. Tja, warum an der TU Dresden Mathematik studieren? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass Sie ein Mathematikstudium an der TU in Deutschland aufnehmen können oder auch im Ausland. Ich möchte vielleicht einige der Vorteile, die ich jedenfalls sehe an dieser Stelle, wenn man das an der TU Dresden macht. Dresden hat eine der größten mathematischen Fakultäten in Deutschland mit Experten auf vielen Gebieten. Das können Sie also beispielsweise schon daran sehen, dass wir also 6 Institute haben, sodass also aus jedem Institut natürlich dann die Spezialisten da sind, die Ihnen die entsprechende Ausbildung auch ermöglichen.
Hier habe ich nochmal, habe sie nochmal aufgezählt im Einzelnen: Algebra, Analysis mit einem Lehrstuhl für Didaktik, die Geometrie, die mathematische Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie, die numerische Mathematik und das wissenschaftliche Rechnen. An der Fakultät gibt es bei uns sehr engagierte Hochschullehrer und Mitarbeiter, denen auch ein guter Abschluss der Studierenden sehr wichtig ist. Sie bekommen eine fundierte Nebenfachausbildung, die ihnen auch den Einstieg in ein Berufsleben erleichtert. Sie sehen dort also auch insbesondere natürlich, wie die Mathematik an den entsprechenden Stellen zum Einsatz kommt. Und ja, Absolventen der TU Dresden haben im Allgemeinen einen guten Ruf und die der Mathematik natürlich auch im Besonderen. Und sie finden in der Regel leicht attraktive Einstellungen nach einem Studium. Und was ich natürlich auch nicht verschweigen sollte oder auch nicht möchte: in Dresden selber gibt es also ein umfangreiches Kulturangebot und es bietet natürlich auch eine reizvolle Umgebung für Freizeitaktivitäten. Denken wir an die Sächsische Schweiz oder auch an das Osterzgebirge, die so, dass mal Schnee liegt, auch natürlich im Winter entsprechende reizvolle Möglichkeiten hat. Tja, wie können Sie mich kontaktieren? Hier ist nochmal mein Name entsprechend aufgeführt. Schaffler, das Büro ist also in Wittelsbau, C48. Momentan befinde ich mich also im Homeoffice, bin dort nicht zu erreichen. E-Mail-mäßig können Sie mich also über diese Adresse hier erreichen, wenn Sie entsprechende Anfragen haben. Und weitere Informationen finden Sie auf den Links, die ich hier unten angegeben habe: Studienangebote der Fakultät Mathematik, jeweils zum Bachelor Mathematik bzw. Bachelor Wirtschaftsmathematik. Ja, und ansonsten bin ich also am 6.6. von 10 bis 11 Uhr auch online, sodass Sie also auch an dieser Stelle noch entsprechende Fragen an mich richten können. Für heute sage ich einfach Tschüss und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Semester an der Fakultät Mathematik wieder. Machen Sie es gut.